Und damit hello, hello, hello. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zur dritten Runde Trüberbruck hier bei uns, bei den Kerkerkumpels. Mit mir, mit Patrick. Schön, dass ihr alle da seid. Hat niemand gesagt um fünf, oder? Hat niemand, habe ich nicht gehört. Also ich weiß nicht, wer hier gesagt hat, um fünf fangen wir an. Ich glaube, es war immer schon geplant, dass wir um sechs anfangen und ich war pünktlich. In meinen Augen, in meiner Weltauffassung war ich pünktlich. Ja, die technischen Problemkumpels haben wieder zugeschlagen. Aber vergessen wir jetzt alles. Wir spielen jetzt eine schnelle Stunde sowas. Trüberbruck, das Point-and-Click-Adventure, wo wir die letzten Male schon angefangen haben, die letzten zwei Runden Trüberbruck haben wir ja schon gespielt. Ich versuche gerade, ich habe mich top vorbereitet, eine kurze Zusammenfassung zu geben, was bisher passiert ist. Wir sind auf jeden Fall der Hans, dessen Namen ich nicht mehr weiß gerade, der Typ, der nach Trüberbruck in den Urlaub gefahren ist, weil er dort einen Urlaub gewonnen hat. Dort wurden uns in unserem Hotel bei meiner allerliebsten Hotelbesitzerin, wurden mir meine Unterlagen geklaut. Meine wichtigen Unterlagen, weil ich bin Wissenschaftler. Oh, Palaimon hat Applaus erhalten. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist, ob das hier überhaupt gerade funktioniert. Simon, sagen wir mal, ob du es gehört hast, den Applaus. meine Unterlagen wurden mir geklaut und die will ich jetzt wiederfinden. Ich bin dabei auf eine andere Frau gestoßen, die mir dabei hilft, die da auch irgendwas forscht. Irgendwas ist wohl mit Außerirdischen oder sowas oder Zeitreisenden oder irgendwas Weirdes ist, weil ich bin gerade in einer Klapse gelandet, weil ich auf dem Weg mit einer Seilbahn runtergefallen bin. Und dort haben wir uns in der letzten Runde hier, als wir Trüberbruck gespielt haben, haben wir versucht, uns aus dieser psychologischen Anstalt, keine Ahnung, was das genau war, wo Tests mit uns durchgeführt wurden, etc., haben wir uns versucht, da irgendwie da rauszuschleichen und da rauszukommen. Und an der Stelle sind wir auch heute. Das heißt, wir sind immer noch dabei, wir wollen unsere Unterlagen zurückfinden, wir wollen rausfinden, was es mit Trüberbruck auf sich hat. Mein ultimatives Ziel ist es nach wie vor, dass ich dem Dorffest beiwohnen will. Das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, weil wir wissen, in Trüberbruck ist demnächst das Dorffest und das ist immer gut und da will ich auf jeden Fall hin. Das sind so die aktuellen Quests, die wir vor uns haben heute in Trüberbruck. Schreibt mir gerne mal in den Chat, wie geht's euch, wie seid ihr drauf, habt ihr Bock auf eine Runde Trüberbruck, wartet ihr schon seit fünf auf mich und habt eure Uhr falsch gestellt, weil es war schon immer sechs angesagt oder was geht bei euch so ab? Hello JL, hello Luise, Louis, Entschuldigung, Wassermarsch hast du auch ausgelöst, hab ich hier, zum Wohl. Hallo Simon, hallo Max, hallo the only one Jabea? Jabea, spricht man das so? Hallo, grüß dich. Genau, und dann würde ich sagen, wir tun auch gar nicht lange rum, sondern starten direkt rein in die Spielszene und fangen direkt an zu spielen für heute. Mal kurz schauen, an welcher Stelle ich überhaupt schon war bisher. Max kommt dann gleich Frieda und freut sich, weil sie ausnahmsweise pünktlich ist. Was? Bin ich? Oh, es geht los. Hallo? Jemand da? Psst. Hier lang. Okay, es stimmt, da waren wir beim letzten Mal auch schon kurz. Was ist das hier für ein Ort? Da, wo wir irgendwo in der Dunkelheit sind. Nee. Ich habe eine Art Bergwerk erreicht. Es sieht verlassen aus. Den Spuren nach zu urteilen, habe ich Gretchen fast eingeholt. Mhm. Also, ihr wisst nach wie vor, ich versuche mich überall umzuschauen und versuche alles auszukundschaften, was es auszukundschaften gibt. Das heißt, wir sehen hier direkt, hier ist so eine Kette, das ist wahrscheinlich von der Seilbahn, mit der wir gefahren sind, hierher. Ich schaue jetzt direkt mal. Gib Kette. Äh,
Ich habe eine Kette in der Hand. Und vielleicht kann ich die Kette hier drauf wickeln oder so. Das wäre jetzt mein erster Gedanke. Nee, ich habe die Kette immer noch in der Hand. Was haben wir da? So gerne ich auch fliegen lernen würde, das würde mich wahrscheinlich umbringen. Wir haben heute direkt eine düsterere Musik als beim letzten Mal, fällt mir auf. Ich hoffe, die hört ihr auch. Und ihr hört sie laut genug hoffentlich, die Musik. Gebt mir gerne mal Bescheid. Yes. So, ich schaue mich jetzt hier mal um. Was ist denn das genau? Ist das ein Generator? Es ist das gleiche Gerät wie unten im Tal. Okay, hat der da schon super funktioniert. Schauen wir mal, was das Haus da hinten kann. Ein Schuppen für Geräte. Im Allgemeinen bezeichnet als Geräteschuppen. Ich verbinde mal die Kette mit der Tür von dem Geräteschuppen. Das ist schon mal etwas, was man da machen kann. Das ist schon mal gut. Dann schaue ich mal, ob ich die Tür aufmachen kann. Verschlossen. Okay, aber vielleicht kann ich ja den Generator anwerfen und damit die Tür aufbrechen. Das scheint genau das zu tun, was ich wollte. Sehr, sehr schön. Wie immer, ihr dürft mir gerne alle Tipps, alle Tricks, alle Ideen, die ihr habt, in den Chat schreiben. Nur wer googelt, der wird von irgendwelchen Terroristen erschossen. Die sind immer hinter euch, hinter euren Schultern. Und sobald ihr googelt, wie es weitergeht und mir das dann in den Chat schreibt, habt ihr die Kugel im Kopf. Beruhigen, ne? C3H8. Propan. Hochentzündlich. Okay. Propan. Nehmen wir mit, oder? Der klingt gut. Damn Sun Chill schreibt Max. Nein. Ihr wisst, was es bedeutet. Googeln ist verboten. Geröll. Also, wir haben Geröll. Vielleicht können wir da was mitnehmen. Ständig verliert jemand seinen Helm. Ein Helm ist schon mal praktisch. Okay, ich habe euch alle verstört. Ihr müsst nicht die Polizei rufen, ihr müsst nicht versuchen, ja, keine Ahnung, ihr müsst mich jetzt nicht abführen lassen oder sonst was. ich werde euch nicht erschießen lassen, wenn ihr googelt. Oder trotzdem, müsst ihr nicht googeln. So, schauen wir mal, was das hier ist. Das ist ein Wagen. Eine alte Erzlore. Völlig hinüber. Da ich heute einen echten Montag hatte, bin ich versucht, die zu fragen. Was meinst du, Louis? Führe aus, was du damit meinst. Ihr fehlt ein viertes Rad. So, okay. Okay, okay. Vielleicht können wir da irgendwas reparieren oder so. Okay, dann ist zumindest dieses Ding schon mal wieder benutzbar vielleicht. Ich schau mal in diesem Schutthaufen noch nach, was da so drin ist. Ich kann den anzünden. Ich kann ein Lagerfeuer machen. Nein, das ist nice. Nein, Hans. Das wäre wirklich keine gute Idee. Ich weiß auch wieder, wie er heißt. Tenhauser heißt er, der Gute. Ein Gürtel. Ja, da freut sich der, der da drin schläft, wenn sein Gürtel auf einmal fehlt. So hat man es gern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Festivals oder sowas. Wenn man Teile der Klamotten so im Vorzelt liegen lässt und am nächsten Morgen fehlen sie. Ungefähr so wirkt es hier gerade auch. Das ist ein Zelt, der Gürtel lag davor und jetzt haben wir ihn halt. Meistens passiert das mit Bier. Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist die schon ohne mich vorgegangen. Es ist Gretchens Lager. Vielleicht sollten wir auch mal schauen, ob sie da drin liegt, ne? nee, okay. Ja, ich will das nicht tun. Ich will hier nicht nochmal draufdrücken. Hallo, Entschuldigung.
Okay. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ja, ich weiß. Musst du mir nicht nochmal vorlesen. Louis schreibt, mein Montag war so doof, dass ich die Taliban um eine freiwillige Kugel bitten könnte. Nein, Achso, keine Ahnung, ob man das so ausschreiben sollte. Nee, Quatsch. Bitte nicht, Louis. Wir rätseln jetzt eine Runde hier bei Trüberbrook. Ganz ehrlich, mein Montag war auch nicht so perfekt. Ich habe um 15 Uhr angefangen, hier aufzubauen, damit ich heute hier streamen kann. Und es hat sich bis jetzt um 18 Uhr gezogen, dass es funktioniert hat, weil erst hat die Kamera nicht funktioniert, dann hat die Capture Card, damit ich die Switch anschließen kann, nicht funktioniert. Und ich hätte die Taliban auch danach gefragt, aber jetzt habe ich Bock auf eine schöne Runde Trüberbrook. Und ich hoffe, du auch. Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen. So. Keine Chance. Eiche massiv. Eiche massiv. Ist gut. Aha. Aber kann ich das vielleicht irgendwie... Ich kann es anzünden. Ich kann mir einen Helm anzünden. Ich kann einen Helm vielleicht da reinwerfen. Ich weiß es nicht. Oder ich kann es anzünden. Anzünden finde ich schon eine gute Idee. Ich zünde es an. Ich würde damit womöglich alles zum Einsturz bringen. Dann versuche ich mal einen keine Chance. Den Helm reinzuwerfen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringt. Auch mit Helm käme ich nicht durch diese Barrikade. Okay. Dann schauen wir mal, was man mit diesem... Ich kann mit Feuer und dem Gürtel irgendwas machen. Das klingt spannend. Los geht's. Ich hab mir ein Turbo gebaut. Das ist ja schön. Ich frage mich, wer die Schranke aufgemacht hat gerade. Ey, geil. Okay, ich bin... Ich bin gespannt. Den Doppler-Effekt nachahmen. Kann ich irgendwas tun? Oh, ich kann Geräusche machen. Nice. Das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. So, jetzt sitze ich hier in dem Bergwerk. Aiiiiiii, schreibt The Only One Yabia. Und Palaimon schreibt auch Aiiiiiii. Ja. Beverly, es ist soweit. Ich bin gestrandet. Tief unter der Erde, in irgendeiner gottverlassenen Höhle. Aiiiiii. Ja, warum nimmt er das nicht ich kann auf? Kaum etwas sehen. Das sollte er mal auf sein Aufnahmegerät drauf sprechen. Der diese Aufnahme findet. Bitte übergeben Sie die Kassette an Miss Beverly. Auch das noch. Hallo? Hallo, wer hat da gerufen? So, ich schaue jetzt erstmal hier. Schade. Ja, mein Wagen ist kaputt. Hier ist aber so eine Hacke. Kann ich mitnehmen. Ist schon mal gut. Hier oben ist irgendwas Weirdes. Ein Stalaktit. Interessante Formation. Nee, Stalagmit. Sieht brüchig aus. Ich weiß nicht, was es ist. Hilfe! Weiß jemand von euch, was es ist? Ob das ein Stalagmit oder ein Stalaktit ist? Sind das die zwei Unterschiede? Yabia schreibt, und Yabia reicht vollkommen aus, den Rest darfst du gerne weglassen. Aber woher wissen wir dann, dass du the one and only bist? Könnte ja sonst jeder herkommen und sich Yabia nennen. Völlig porös. Es fällt fast aus den Halterungen. Max schreibt noch, Stalaktit ist von oben, Stalagmit von unten, glaubt er.
Das hilft mir fast weiter. Also ich kann auf jeden Fall dieses Rohr vielleicht kaputt machen. So. Ich sehe auch gerade hier irgendwo oben, da oben, diese Abo-Boxen sehen nicht so aus, wie sie aussehen sollten. Sind das die Alert-Boxen? Nee, das sind nicht die Alert-Boxen. Sub-Follow sind das. Ich glaube, da ist die Schriftart falsch. Muss ich mir mal... stellt euch einfach eine schönere Schriftart vor, da. Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Ey, ich hab doch ein Rad. Hat wohl ein Rad ab! Ich nehme das Rad. Ich will das Rad mitnehmen. Ich will... Das Rad will ich da hinten hin machen. Hm. Do it! Hat er es jetzt hingemacht? Nee. Komm. Das schaffe ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Nice. Ja, Bea schreibt, okay, lass mich kurz überlegen, das hat mich bisher noch niemand gefragt. Ja, aber wenn du the only one, ja, Bea bist, dann ist das, ist die Frage ja auch eigentlich unnötig, weil dann gibt's ja niemand anders, der ja, Bea ist. Na dann, Wassermarsch. Wassermarsch. Er hat's gesagt. Wassermarsch. Zum Wohl. Kurzer Disclaimer. Auch heute geht... Paul Leimann hat Wassermarsch erhalten. Zum Wohl. Auch heute ist Hallo 10 wieder nicht möglich. Wer Hallo 10 auslöst, hat leider Pech gehabt. Müssen wir uns irgendwas gemeinsam überlegen. Ich habe nämlich immer noch den Gips und laufe immer noch auf Krücken. Das wird sich auch jetzt über ein paar Wochen so ziehen. Das heißt, lieber Wassermarsch als Hallo 10. Das hat schon Hans Tenhauser gesagt. So. Also. Hier läuft jetzt Wasser raus. Was bringt uns das jetzt genau? Völlig porös. Also, ich habe hier Wasser, Wasser, Wasser. Hier ist mein Wagen, der kaputt ist. Aber vielleicht steigt der Meeresspiegel. Was? Ich glaube, ich kann das Ding da runterschubsen. Weg mit dem Ding. Geil. Mach ein Boot draus. Das ist durchaus richtig. Max schreibt, hat er straight up mit Absicht gemacht, damit er Hallo 10 nicht mehr machen muss. Er hat mich durchschaut. Es tut mir leid. Und ja, Bea schreibt, das stimmt, aber es hat noch niemand meine Only One-Kite in Frage gestellt. Aber das, da es nur mich gibt, ist die Frage dann ja geklärt. Yeah. Also hier, ich kann auf jeden Fall vielleicht runterhüpfen hier. Schauen wir erstmal noch dahinter. Hier war mal eine Brücke, wie es aussieht. Vielleicht kann ich mich herüberschwingen? Rüberschwingen? I doubt it. Ich kann dort Licht sehen. Ich kann Licht sehen. Gretchen! Das hat Hänsel auch schon gesagt. Das ist ja Hans und Gretel. Hans Tenhauser sucht nach Gretchen. Bin ich da was auf der Spur? So, jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich ein Boot draus machen können aus dem es Ding. Geht ziemlich tief Wie runter. Steht der eigentlich ich da? Ich kann den Boden nicht sehen. Irgendwo da oben. Okay. Ich habe eine Angel. Ich habe hier etwas, wovon ich nicht genau weiß, was es ist. Und ich habe die Spitzhacke. Ich kann mal versuchen. Ich kann eine Münze reinwerfen. Das ist witzig. Das ist witzig. Ich wünschte, dieses ganze Wünschen würde etwas bringen. Ich nehme das Letzte. Ich wünschte, diese ganze Wünscherei würde irgendwas bringen. Wobei, weiß nicht. Den Stalagmit kannst du doch bestimmt irgendwie runterwerfen, irgendwie, denkt Simon. Vielleicht indem ich die Spitzhacke werfe. Ich weiß es nicht. Ich probier's mal.
Da unten ist auf jeden Fall Wasser. Das wissen wir jetzt. Seht ihr hier, wie der Meeresspiegel steigt? Sehr gut. Und hier ist mein Boot. Wenn das nicht perfekt gelöst war, dann weiß ich auch nicht. Ha, ein Korken, schreibt Verleimort, schreibt Simon. Ui, nice. Hans ist auch mit dem Prinzip eines Korkens vertraut. Das finde ich auch sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Wo können wir jetzt? Er fährt rüber, das ist sehr gut. So, und jetzt können wir wahrscheinlich hier nach oben uns hangeln oder so. Tannhauser und Gretchen treffen sich endlich wieder. Hänsel und Gretel treffen sich endlich wieder. Hans sucht nach seinen Dokumenten, die er verschlammt hat, weil er besoffen in seinem Bett lag im Hotelzimmer, und dann kam ein Mann rein und hat sie ihm geklaut. Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Ja, bin ich. Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Die klingt, als hättest du richtig Bock drauf. Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Das ist so eine riesen Tresortür. Das ist cool. Okay. Schau ich erstmal. Also die Gretchen ist wohl irgendwie mit diesem Seil hier runtergeklettert. Wir müssen die Tür aufbekommen. Ja, jetzt chill mal. Wie denn sonst? Hast du etwa einen abgeseilt? So, jetzt schauen wir mal. Also die Tür ist riesig groß und aus Stahl. Ich habe nachgedacht. Was ist, wenn nicht jemand am Betreten, sondern etwas am Verlassen gehindert werden sollte? Finden wir es raus. Krieg ich die auf? Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Jetzt rede ich mal kurz mit Gretchen. Schau mal, was sie uns so sagen kann. Habt ihr mal eine Idee, wie wir dieses Stahltor aufkriegen? Ich glaube, du hast deine Kultstätte gefunden. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Genug geplaudert jetzt. Lass uns eine... Nee, ich will dir noch erzählen, dass ich bei dem mysteriösen Wissenschaftler war. Komm. Was denkst du? Wer baut so? Keine Ahnung. Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten, unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein, wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler, zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau, Farben angucken, persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Eigentlich schon. Also, weiter geht's. Ich habe Schon. So. Max hat geschrieben, wenn du mit ihr redest, dann ist sie Rädchen. Und the one and only Jules, the one and only Jabea schreibt, da stand doch was an der Wand oben. I don't know, ob das wichtig ist. Und Luise schreibt bei ihr... Hast du eine Idee? Nein, ich habe keine Idee, Gretchen. Bei ihr leckt heute das Laptop-Internet. Tschüss, Louis. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwann.
dann bleib dran, weil dein Tag muss ja irgendwie noch besser werden. Aber ja, Bea hat ganz recht. Ich habe da hier oben gerade vorher auch schon Runen gesehen. Und jetzt schauen wir mal. Was ist das dort? Yeah. Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Dein Spezialgebiet. Oh, ey, bedeutet super. So viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich hier doch nur der Tod. Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Was? Siehst du, wie sie nachleuchten? Hier sind Lichter am Tor oben. Wir müssen noch mehr so Sachen an der Decke finden, was damit das Tor denn aufgeht. Ich bin Profi. Interessant. Seht ihr? Denkst du, was ich denke? Ja. Ich will Pizza. Ist das ein Graffito? Hier unten? Ist Graffito die Einzahl von Graffiti? Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Interessant. Das würde Sinn machen. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Vielleicht eine Art Lichtsensorik? Ja, Gretchen, dann schau doch mal, wo hier noch was ist an der Decke, weil ich kann hier nur wild irgendwie rum. Was ist das da drüben? Ja, es ist das dritte Graffito. Nur ein Fledermausrudel. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? Eine Schule. Wie bei den Delfinen wird es, glaube ich, genannt. Fledermaus-Schule. Was hältst du davon? Krass. Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Ich google jetzt mal kurz. Bist du auch langsam neugierig? Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Ein Graffito? Plural Graffiti. In der Archäologie wird das, die Einzahl aber nur verwendet. Nur damit wir hier auch was gelernt haben heute. Also Graffito existiert. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Bam, bam, oh. Bam. Nur ein Stab. Ich stehe auf dem Stab. Ja, du stehst Sesam, schon die ganze Zeit. Sesam, öffne dich! Oh Mann. Ja, so funktioniert das garantiert, Gretchen. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Das ist Nummer eins. Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Halt dich fest. Wie viel brauchen wir noch? Eins noch. Frei übersetzt: Weg ohne Wiederkehr. Ha! Papalapap, ihr Römer. Da, noch ein Licht. Eins brauchen wir noch, Leute. Eins, ein letztes. Wo ist die letzte Inschrift? Wer sie findet, darf sie behalten. Schauen wir mal. Also wir waren hier. Oh, das ist noch was Rundes. Hatten wir das schon? Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Wow. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tenhauser, das ist eine Sensation. Eingeschlafen, ja? Jetzt sind es fünf Lichter. Was hat das? Müsste doch jetzt reichen, oder? Und so, jetzt schauen wir mal, ob das aufgeht jetzt. Oder ob ich das vielleicht jetzt aufdrücken kann? Schauen wir mal. Aufregend. Wie in der Wanderbroschüre angekündigt. Dazu hatte ich schon. Ja, wie kriegen wir jetzt das Ding auf? Beverly, nun, ich melde. Oder fehlt noch ein Licht? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist ein Schalter. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Danke, Simon. Übersehe ich das immer? Fahre ich da immer schon drüber und merke das nicht? Oder bist du einer, der gleich erschossen wird von den Taliban? Was war jetzt? Hä? Ein Öffnungsmechanismus. Ja, ein Öffnungsmechanismus. Aber was hat er getan? Du warst und schon ein paar schon Mal wieder drauf.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich... Dazu hatte ich schon. Wie ich Sachen nicht auswählen kann, auf denen ich drauf bin. Also wenn ich jetzt hier auf das Zahnrad gehe, weiß ich nicht, wie ich davon zurückkomme. Deswegen spiele ich manchmal Dinge ab, die ich schon mal hatte. Ja, dieser Öffnungsmechanismus macht irgendwie nichts. Doch, ich kann hier drauf drücken. Tun wir es nochmal. Und schon wieder. So, seht ihr? Der tut irgendwie, so richtig tut er nichts. Leuchte mal bitte hier oben. Ja, da waren wir doch schon. Wir haben doch schon alle fünf. Nein, nichts. So, ich rede mal nochmal mit ihr. Vielleicht, sie ist ja doch relativ smart. Was denkst du? Wer baut sowas? Keine Ahnung. Was meinst du, warum ist das hier alles so vollgeschrieben? Ich stehe vor einem Rätsel. Diese ganzen Schriftzeichen sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Aha. Unmöglich von hier unten zu sagen, ob sie auch in verschiedenen Epochen entstanden sind. Okay. Okay, Simon hat eine gute Idee. Vielleicht in der richtigen Reihenfolge die Schriftzeichen anklicken. Also das ist auf jeden Fall, das ist ja irgendwas Steinzeitliches. Das hier ist Latein gewesen. Wir hatten hier irgendwo Runen. Was haben wir noch gehabt? Wir hatten hier, was war denn das? Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Hieroglyphen? Ist nicht das Erste. Ja, das bringt uns nur jetzt relativ wenig, weil ich jetzt das schon als Erstes ausgewählt hatte. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Wir hatten die Höhlenmalerei? Ich versuche jetzt nur erstmal nochmal mir drauf zu schaffen, was wir alles haben. Hieroglyphen, Höhlenmalerei. Wir haben die römischen Inschriften. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Lateinisch, genau. Hieroglyphen, Höhlenmalerei, Latein, wir haben Runen. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Runending. So, jetzt testet ihr natürlich gleich mal mich, wie gut ich überhaupt in sowas bin. Was hatten wir hier? Was ist das dort? Nee, das war nichts. Nur ein Riss in der Wand. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Graffito? Ist das neu? Ist das aktuell? Und wieder. Fünf Lichter. Ja, ich brauch's gar nicht auszuprobieren. Das stimmt jetzt aktuell nicht. So, was ich jetzt sagen würde. Und schon wieder. Wäre, wir fangen mit der Höhlenmalerei an. Versuchen dann die Runen. Gehen dann über die Hieroglyphen zu den lateinischen Inschriften und dann zum Graffito. Was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne mal eure Vorschläge in den Könntest Chat. Du mal die Höhlenmalerei anleuchten? Und ich versuch's währenddessen schon mal. Komplizierteste Schlüssel ever. Also Höhlenmalerei, dann machen wir mal Runen. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? So, dann schauen wir mal. Hieroglyphen vielleicht? Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Leute, ich brauch eure Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was in welcher Reihenfolge entstanden ist. Und zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Aber das kommt schon hin ungefähr bisher. Ich habe nur keine Ahnung, aus welcher Zeit dieses Graffito sein soll. Vielleicht ist es auch, soll es aktuell sein. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Und wieder. Fünf Lichter. So, und jetzt drücke ich diesen Knopf.
Nee, das war falsch. Leute! Und schon wieder. In welcher Reihenfolge sind diese Schriftzeichen entstanden? Max, das ist so eine klassische Frage für dich. Ich brauch dich. Also, wenn ich Ahnung habe, sage ich, wenn ich keine Ahnung habe, sage ich lieber nichts. Ich denke, der Ansatz ist nicht schlecht, sagt Jabea. Das wäre was, wo ich klassisch jetzt den Max anrufen würde. Wenn ich beim Günther ja auch da sitzen würde und er würde fragen, Runen, Höhlenmalerei, Ägypter sind älter als nordische Runen. Okay. Ja, das stimmt vermutlich. Ich probiere es mal nochmal hiermit. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Also Höhlenmalerei? Dann mache ich die Ägypter? Oder wie? Ne, das sind die Runen. Die Ägypter waren hier. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Schauen wir mal. Dann probieren wir... Was war dann das nächste? Wir haben die Runen, wir haben Latein. Wir haben die Runen, wir haben Latein. Wir probieren mal... Was haben wir noch? Wir haben doch noch mehr. Wir haben das Graffiti. Dann mache ich jetzt mal Latein. Runen zuerst. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Sagt Simon zumindest. So, zeig dann machen wir Latein. Bitte nochmal die lateinische Inschrift. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Mhm, jetzt bin ich gespannt. Und wieder. 5 Lichter. Bip, bip. Nope. Und schon wieder. So, also ich bin mir auf jeden Fall sicher, ich bräuchte den Max. Ist der Max auf einmal nicht mehr im Chat dabei? Ich bin kurz davor, Max anzurufen. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es nicht funktioniert, rufe ich Max an hier im Stream. Also Latein. Dann machen wir Ägypter. Ägypten, das ist jetzt endlich mal eine Lösung. Mal auf die Hieroglyphen richten. Latein. Wann? Was? Höhlenmalerei, Hieroglyphen, Runen, Latein, Graffito. Schauen wir mal. Hieroglyphen, Runen. Runen? Machen wir mal. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Achso, hatte er gerade, sagt Simon. Ja, dann ist es nicht gut, was ich gerade tue. Ich mache nämlich genau das gleiche nochmal. Bitte nochmal die lateinische. Scheiße. Ey, das kann doch nicht Warzenschwein. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Höhlenmalerei, Hieroglyphen, und wieder. Runen, Latein, Graffito. Ich würde Latein und Runen bei dir, bei Max, tauschen. Also mein Vorschlag, den ich jetzt gleich einmal ausführen werde, ist und schon wieder. Höhlenmalerei, Hieroglyphen, Latein, Runen, Graffito. Graffito. Grüß dich, Mujo. Also, wir tun das nochmal. Höhlenmalerei. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Bam, bam, bedet, dam. Höhlenmalerei. Hieroglyphen, da bin ich mir auch relativ sicher. Könntest du die Ägypter sind nochmal alt. Auf die Hieroglyphen richten? Mindestens 54 Jahre.
So. Runen halt safe älter als Latein, aber okay. Ey, das kann doch nicht sein. Also, wir haben jetzt die beiden. Und Max sagt, Runen sind safe älter als Latein. Ich mache jetzt trotzdem mal die... Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Nee, das ist ja genau die Reihenfolge, die ich ständig hatte. Oh Gott. Ich mache mal das Graffito vorher noch. Wer weiß ja, vielleicht... Das ist jetzt auch kein aktuelles Graffiti. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Und jetzt machen wir mal Latein, aber das stimmt alles nicht. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Und wieder. Ach. Fünf Lichter. Hier hat sogar irgendwas hat hier gerade, ist hier gerade passiert. Andrea von Tok folgt dir. Grüß dich, dankeschön. Viel Spaß hier auf dem Kanal. Schreib uns gerne in den Chat, wenn du eine Idee hast, und schon wieder. Wie wir dieses Tor aufkriegen könnten. Das war ziemlich laut. Wikingerzeit war doch nach Christus, sagt Simon. Ja, war es auf jeden Fall. Deswegen hätte ich auch Runen nach Latein gesetzt. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Also, hatten wir das jetzt schon? Hatten wir schon Wandmalerei, Ägypter, Latein, Runen, Graffiti? Das ist jetzt aktuell so das, was mir einfällt. Ja, dann machen wir doch die Runen direkt als zweites Mal. Dann mache ich doch jetzt mal einfach Runen und dann Ägypter. Macht das Sinn? Runending zeigen? Ich mache jetzt mal so. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Was sind es für Runen? Keine Ahnung. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Ich hoffe, dass das überhaupt ein aktuelles Graffito ist. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Und ich verstehe es immer noch nicht, warum der es Graffito nennt. Mit Einzahl. Und wieder. Fünf Lichter. Wrong. Und schon wieder. Kann die mir nochmal irgendwas erklären über diese Runen? Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Bitte nicht. Da muss ich nämlich fünf Sachen auswählen. Ach, Gretchen. Kannst du mir nichts erzählen über diese Teile? Dachte auch eben an neu zu alt. Was denkst du? Wer baut sowas? Keine. Was meinst du? Warum ist das hier alles so vollgeschrieben? Ich stehe vor einem Rätsel. Diese ganzen Schriftzeichen sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Unmöglich von hier unten zu sagen, ob sie auch in verschiedenen Epochen entstanden sind. Ja, ich versuche mal von neu zu alt. Ich frage mich, wer sowas... Also, wir hatten doch jetzt gerade das Graffito ausgewählt. Dann machen wir doch als zweites Mal... Die lateinische Inschrift? Boah, ich bin mir so unsicher. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Ich bin mir so hart unsicher. Ich mache jetzt mal Ägypten. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Also ich mache jetzt mal von neu zu alt. Ist Latein nicht erst nach einem entstanden? Ist Latein aber nicht erst nach einem entstanden? Was meinst du, Anira? Ich mache jetzt mal die Runen. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Nach Runen. Ah. Ja, das hatten wir auch
Hatten wir auf jeden Fall auf dem Schirm, dass Latein älter ist als die Runen vermutlich. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? So, jetzt haben wir mal chronologisch rückwärts. Und wieder. 5 Lichter. Max meint, davon träumt er heute Nacht. Ey, kannst du mir mal nochmal die lateinische Inschrift zeigen? Ah, oh Gott. So, jetzt schauen wir mal, was das wird. Nope. Und schon wieder. So, Simons Vorschlag probiere ich jetzt mal aus. Noch Höhlenmalerei. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Dann machen wir die Hieroglyphen. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Höhlenmalerei? Ey, das ist schon ein Spiel, wo man ewig an einer Stelle hängen kann. Das ist schon krass. Ich finde es ja cool. Ich hoffe, ihr auch. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Aber irgendwann reißt mir bei sowas doch auch der Geduldsfaden. Auch wenn ich es spannend finde, da jetzt rumzutüfteln. Runen und dann das Graffiti. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Bam, bam. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Anira van Tak, das probieren wir gleich mal einmal aus. Und wieder. 5 Lichter. Das probieren wir gleich einmal aus. Ich probiere es jetzt erstmal damit. Das könnte gut werden. Es tut sich was. Wahrscheinlich haben sich immer mal wieder Entdecker in diese Höhle. Es tut sich was. Leute, es tut sich was. Jeder von ihnen eine Warnung hinterlassen hat, oder? Habt ihr schon das Latein übersetzt? Wer auch immer dieses gigantische Stahltor gebaut hat, wollte auf Nummer sicher gehen, dass nur jemand mit dem nötigen Wissen es öffnen kann. Auch lange nach dem Ableben der Erbauer. Es sieht gut aus. Die verschiedenen Inschriften genutzt und den Code wortwörtlich an der Wand hinterlassen. Für einen Notfall vielleicht? Simon, ich dachte auch, wir hatten das schon. Ich war. Licht. Wow. So eine krasse Tür will ich auch mal. Zum Badezimmer oder so wäre das cool. So, ja, wo geht's denn hier zum Badezimmer? Und du kannst antworten mit das riesige Stahltor da drüben. Das ist das Badezimmer. Tannhauser und Gretchen machen eine neue Entdeckung. Krasser Untergrundclub. Ey, ich bin gespannt, was uns jetzt hinter dem Stahltor erwartet, ob wir gleich alle sterben. Erst einmal den Lichtschalter finden. Oder was jetzt gleich passiert. So, jetzt erstmal den Lichtschalter finden. Da hinten ist doch sowas, das sieht nach einem Lichtschalter aus. Hier ist irgendwas, da. Ich würde neben der Tür da hinten suchen. Was für eine Gigant... Wo ist der Lichtschalter? Lichtwalter. Walter, Lichtwalter. Wo bist du? Ist vielleicht der riesige Hebel da? Yeah. Los, schauen wir uns um. Aufregend. Intentant Omnia Mortem. Heißt so, sie planen den Tod von allen. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da? Ja, Max, das stimmt. Das hatte uns Gretchen vorher auch schon übersetzt. Dieses Spiel setzt bei aller Liebe doch kein Latein voraus. Jede dieser Inschrift hat irgendwas gesagt wie, geht da nicht rein, ihr werdet sterben, seid nicht so bescheuert und geht da rein. Sowas auf die Art. Deswegen, Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Ja, was ist das für ein krasser PC? Sieht aus wie so ein 50er-Jahre-PC. Also als so die ersten Riesencomputer-Rechenmaschinen aufkam. Aber stimmt, wir sind ja auch in den 60er Jahren. Dieses Spiel spielt ja in den 60ern.
Deswegen ist es vermutlich genau so ein PC. Keine Ahnung. 67 oder sowas spielt das ja. Okay, wir haben hier auf jeden Fall den PC. Wir haben hier eine Tür mit einem Schalter daneben. Den kann ich drücken. Ich mag das, wie dieser eine Planet sich dreht die ganze Zeit. Es scheint ein Defekt vor. Es hat nicht funktioniert. Der Aufzug funktioniert nicht. Was ist das? Irgendwas stimmt nicht mit dem Motor, der dieses Sonnensystem antreibt. Okay. Als wäre das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Okay, kann ich da was tun? Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere neuen Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte, oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Simon hat gerade gegoogelt, aber ich soll Haltung annehmen. Max, ich habe doch einen kaputten Fuß und der liegt doch hier oben. So, ich nehme jetzt Haltung aus, an für dich. Simon hat aus Interesse mal gegoogelt. Die Taliban haben schon... Älteste Funde von Runen sind laut Wikipedia zeitlich in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts einzuordnen. Also nach Christus wohl. Interessant. Interesting. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so alles rumliegen haben, was wir hier alles tun können. Hier ist eine Tür auf jeden Fall nach da hinten. Fehler. Speicherüberlauf. Oh, das ist Siri. Nee, der Hallo? Mann von Siri. Fehler. Speicherüberlauf. Jemand da? Hey, na, Siri? Klar. Noch eine verschlossene Tür. Oh no. Oh no, mein Handy ist angegangen. Fehler. Speicherüberlauf. Und mein Tablet auch. Oh no. So. Ja, Latein ist älter wohl als, Fehler. Speicherüberlauf. Fehler, Speicherüberlauf. Was ist das für ein Schalter? Ein Öffnungsmechanismus. Mal wieder. Fehler, Speicherüberlauf. Was macht Gretchen eigentlich die ganze Zeit? Die Tür ist natürlich blockiert. Natürlich. Komm. Irgendeine Idee? Wer oder was wohl hinter solange einem es nicht steckt? Solange es nicht der Bruder von Killbot ist. Das klingt ein bisschen so, hast recht. Kann ich mit Gretchen nichts Normales reden, so was sie halt früh gefrühstückt hat irgendeine oder so? Idee? Wer oder was? Nee. Also wir haben irgendwie, hier ist eine Zeitung aber noch, die interessiert mich, weil Zeitungen sind immer gut hier. Vermisst. Gruseliger und beliebter Gast wird spurlos verschwunden. Wird Intrude... bleibt in diesem Jahr auch wirklich gar nichts erspart. Nachdem vergangene Woche schon der Schlüssel zum Keller ihres Gasthauses verloren ging, wir berichteten, ey, die haben echt die spannendsten Artikel, vermisst sie nun auch wieder etwas, ihren Bruder Heinz. Die stadtbekannte Frohnatur wird bereits in einiger Zeit vermisst. Laut Aussage seiner Schwester verließ er am Abend das Haus, noch kurz den Sonnenuntergang, mit einem Schluck Bolzenschuss runterzuspülen. Er kehrte bisher nicht zurück, obwohl es schon häufiger vorgekommen sei, macht sich Trude dieses Mal ernsthafte Sorgen. Ich habe da so ein komisches Bauchgefühl, kann aber auch vom doppelten Eisbein mit Sauerkraut gestern Abend kommen. Ey, es ist so geil. Es ist so geil. Rüstung statt Rostung, schon wieder sind 10 Jahre ins Land gezogen und die Restaurierung unserer geliebten Wahrzeichen des Rüstung, ja, die ist eh kaputt. Unbekannter räumt ab. Zum wiederholten Mal räumte eine Unbekannter den Jackpot des großen Midsommerturniers der örtlichen Doppelkopfrunde Rote Hochzeit e.V. ab. Nice. 9000 D-Mark. Crazy. Crazy. Das ist Heinz. Merkt euch mal, wie Heinz aussieht. Seht ihr hier. Merkt euch das mal, falls wir Heinz irgendwann treffen. Das Datum würde mich noch interessieren, aber das scheint ja aktuell zu sein. 18. August 1967.
Okay, okay, okay. Wir haben das, also wir haben jetzt hier alles mal angeschaut. Kann ich hier rausschauen noch? Was für eine gigantische Anlage. Ja, okay. An dem Computer kann ich offenbar nichts tun. Hier kann ich was drücken. KB Hauptspeicher auf isolinearen Chips? Mein lieber Scholli. Aha. Gretchen, das ist die Zukunft, ja. So eine Unordnung. Auf dem Ding hätte ich bestimmt besser streamen können und früher heute als auf meinem PC. Just saying. Das PC. Speicherüberlauf. Ja, Speicherüberlauf. Du hast auch nur 64 Kilobit oder so. So eine Unordnung. Eine Unordnung im Hinterstübchen. Speicherüberlauf. Das Fahndungsfoto. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Das Fahndungsfoto hatte ein wenig Ähnlichkeit mit Josef, sagt Anira. Ah, schön. Fehler. Ja, Speicherüberlauf. Es ist mir klar, du komischer Computertyp. Hier liegt was. Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Fehler. Speicherüberlauf. Ja, kann ich da vielleicht irgendwas zum Blockieren tun? Nee. Ich würde da gern rankommen, was da liegt. Fehler. Speicherüberlauf. Ja, jetzt halt doch der Klappe. Was steht da links unten? Wo meinst du links unten? Warte mal. Schau ich gleich. Die Tür ist natürlich blockiert. Fehler. Speicherüberlauf. Die Tür ist natürlich blockiert. Wo meinst du links unten, Simon? Hier. Ah. Fehler. Ich glaube, du siehst das teilweise besser als ich. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Ich habe das nicht gesehen. Aber ich habe hier auch direkt, ich habe hier den Fernseher da vorne und direkt daneben zwei große Lichter. Deswegen ist der Kontrast bei mir vielleicht Fehler. Gar nicht so krass. Speicherüberlauf. Was war das jetzt denn? Warte mal, ich kann doch irgendwo hier mein Inventar einblenden. Eine Flasche war das wohl. Kann ich vielleicht mit der Flasche Speicherüberlauf. Das Ding blockieren? Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Fehler. Sehr gut. Speicherüberlauf. Ja, Speicherüberlauf dich selber. So, ich habe jetzt irgendwas hier eingepackt. Ein Zettel. Vielleicht kann ich damit Speicherüberlauf. Das Ding reparieren. Vielleicht ist es so eine Lochkarte oder sowas. Weiß überhaupt nicht, du wie der PC funktioniert. Alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Oh, ich muss mich identifizieren. Ich sehe dich gar nicht. Wer spricht denn da? Wow. Mein Name ist Barbarossa 2000. Barbarossa. Ich überwache diese Station. Bitte identifizieren Sie sich. Ich glaube, ich kann mich nicht identifizieren. Ich habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Oh, ist das geil. Ich bin nicht Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Das führt doch zu nichts, Tenhauser. Wir brauchen Gewalt. Nee, wir brauchen keine Gewalt. Ich authentifiziere mich jetzt. Ich frag den jetzt, ob er überhaupt authentifiziert ist. Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Es tut mir leid. Das ist der Bruder von Kilbert. Ja, genau, Anira. Mein Name ist Tenhauser. Hans Tenhauser. Ich kenne Sie nicht, Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Was ist das für eine Station? Wer hat dich konstruiert? Wie lange bist du schon hier? Ich frage jetzt einfach mal durch. Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Okay. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Ah, okay. Ich verstehe. Wer hat dich konstruiert? Wer hat dich konstruiert? Dr. von Strick und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Dr. von Strick? Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative.
Aha. Ich bin es, Dr. von Streck. Finde ich schon gut. Ich bin es, Dr. von Streck. Negativ. Ihr Sprachmuster stimmt nicht mit dem von Dr. von Streck überein. Ich sag doch, die Dinger sind zu nichts zu gebrauchen. Der Türsteherbot 3000. Wie lange bist du schon hier? 16 Jahre, 304 Tage und 9 Stunden. Okay, wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Ich kann sie nicht autorisieren, da ich sie nicht kenne. Ja, aber ich habe mich doch vorgestellt. Bist du nicht einsam, so allein hier unten? Geduld liegt in meiner Natur. Meine Erbauer haben mir versichert, dass die Station nur vorübergehend stillgelegt wurde. Okay. Und wenn Dr. Römmler etwas zugestoßen wäre, dann könnte er seine Arbeit niemals fortsetzen. Dr. Römmler hat mir versichert, dass die Arbeit bald fortgesetzt wird. Dr. Römmler ist mein Freund. Dr. Römmler ist, nee. Vielleicht war ihm die Wahrheit unangenehm. Ihr Standpunkt ist nicht logisch. Wie könnte ich mich dann auf die Aussage von Menschen verlassen? Ey, dieser Computer klingt so hart wie Killbot 3000. Eben. Kannst du nämlich nicht. Ich habe einen Hitzestau in Segment B23. Ein Hitzestau? Oh nein! Das tut mir leid. Oh, da musst du jetzt leider die Tür aufmachen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun und bitte den Ansaugestutzen, bitte? Den Ansaugestutzen? Der Prozessor schwitzt. Den garstigen Schmierölklumpen hilfst du auf keinen Fall. Doch, ich helfe dem jetzt, weil da macht er vielleicht meine Tür auf. Ja oder nein? Wie ist das jetzt gemeint? Okay, ich brauche jetzt euch. Wenn ich jetzt Ja mache, helfe ich ihm? Oder sage ich, stimme ich ihr zu, dass ich ihr auf keinen Fall helfe? Ich würde jetzt Ja drücken, ich will ihm helfen. Was sagt ihr? Du auch? Ich auch? Ja, dann drück mal, mach mal Ja. Max sagt Nee. Ich mach Ja. Ja. Okay, ich helfe dir. Danke, das ist sehr freundlich. Warte, bis es schlimmer wird, ist auch gut. Ich glaube, helfen ist in dem Fall gar nicht so schlecht. Es qualmt. Das hat gut getan. Okay. Ja, kann er mir jetzt dann die Tür aufmachen vielleicht? Kannst du mich vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Sie können aber gerne hier warten. Ich würde Ihre Gegenwart genießen, aber ich darf... Und das, obwohl ich dir geholfen habe? Es tut mir leid. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Ey, das ist schon nerviger. Killbot hätte mich jetzt schon lang durchgelassen. Ich mach wieder zu die Klappe. Ich mach die Klappe wieder zu. Max... Ich kann die Klappe nicht zumachen. Wieso kann ich die Klappe nicht zumachen? Ich komme hier einfach nicht, ich komme nicht drauf. Nee, ich rede nochmal ein bisschen mit dem. Vielleicht, die Option gibt es bestimmt irgendwann wieder, dass wir die Klappe zumachen können. Kannst du mich vielleicht doch durchlassen? Es tut mir leid. Sie können aber, ich würde ihre... Aber du kennst mich doch mal jetzt. Aber mal. Du kennst mich. Ja. Sie sind Hans. Stell dir vor, Dr. Römmler kommt nicht wieder. Dann wäre ich dein einziger Freund. Sind Sie mein Freund, Hans? Dein allerbester und einzig wahrer Freund. Das freut mich sehr. Oh Gott. Oh, süß, ihr beiden. Nehmt euch ein Zimmer. Jetzt, wo du mich kennst, würdest du mich durchlassen? Aber wenn ich sie, dich, durchlasse,
bin ich wieder allein. Kommst du mich wieder besuchen? Ja. Pfadfinder-Ehrenwort. Komm, lass uns jetzt durch. Zugang gewährt. Nice. Haben wir es geschafft? Sind wir weiter? Wehe, du besuchst ihn das nicht. Das ist es. Oh, da hinten ist jemand. Das Saturnportal. Da ist jemand. Hallo, wer ist da? Wieso läuft ihr da einfach vorbei? Du hast keine Ahnung, oder? Wie meinst du das? Pff, Quantenphysiker, dass ich nicht lache. Ist das eine Pistole? Weg da, Bürschchen. Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hey, hey, hey. Wow. Wer wird denn gleich? Bambi, du auch, rüber da. Gretchen, was soll das? Du hast wohl nicht mehr alle Schienen am Gleis. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Du hattest deine Chance, Tellenhauser, aber du musstest mir unbedingt hinterherlaufen wie so ein Hündchen. What? Das hast du jetzt davon. Hey, du hast gar nichts geschafft, Gretchen. Aber du hast mich doch mitgeschleppt. Schnabel halten. Bitte, Sie verstehen das falsch. Ich brauche Hilfe. Was bist du denn für eine Wurst? Lächerliche Würmer seid ihr. Vor dem Saturnportal stehen und keine Ahnung haben. Ta. Saturnportal? Tannhauser und Taft sitzen jetzt im selben Boot. Welch dramatische Wendung, schreibt Anira. Ihr bleibt jetzt hier, ihr Ottos. Ja, Ottos. Aber vorher könnt ihr euch von dieser dämlichen Blechbüchse verabschieden. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Zeiger. Nein. Nee, hat sie nicht gemacht. Tschüss. Oh Gott. Manche Menschen sind Ganoven, andere nicht. Ja, so ist das. Ist das dramatisch? Ich kann nicht glauben, dass Kate mich so in das Licht geführt hat. Tja, tut mir leid. Das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier überhaupt? Sie waren das. Letzte Nacht bei mir im Zimmer. Ja, das war er. Gemach, Gemach. Sie haben sicherlich viele Fragen. Das können Sie wohl glauben. Aber zuerst sollten wir uns aus dieser misslichen Lage befreien. Ich nehme an, Sie haben einen Plan, wie wir diese Tür aufbekommen? Sie wissen wohl, was Sie da tun. Wer sind Sie eigentlich? Ich heiße Lazarus Taft und ich bitte die späte Vorstellung zu entschuldigen. Ob der drei Wetter mit Vornamen heißt, schreibt Anira. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Was meinte sie mit dem Saturnportal? Was zum Geier ist ein Saturnportal? Was meinte sie damit? Das ist eine Metapher. Eigentlich ist das ein ganz gewöhnliches Quantenportal. Du kannst damit in andere Dimensionen reisen. Weit entfernte Sterne und Galaxien. Da komme ich her. Herr Taft, sehr erfreut. Tannhauser, Sie haben also meine Aufzeichnungen gestohlen. Ja, das war ich. Glauben Sie mir, ich hätte das nicht getan, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Aha. Eigentlich wollte ich Sie um Hilfe bitten, aber dann wurde ich von ihr überrascht. Ich weiß, dass es nicht okay war, Ihre Aufzeichnungen zu stehlen. Und es tut mir leid. Ich hätte sie Ihnen auch zurückgebracht, wirklich. Aber was wollten Sie mit meinen Aufzeichnungen? Was wollten Sie bloß mit meinen Aufzeichnungen? Das sind doch nur Notizen. Ein paar Kritzeleien. Tja, ich hatte gehofft, damit die richtige Quantenfrequenz einzustellen. Es ist so, ich bin eigentlich nur ein einfacher Reisender. Ich habe keinen Plan von Quantenmechanik. Jedenfalls nicht genug, um das Portal zu verstehen. Reisender? Sie reden wirres Zeug. Jetzt ist nicht der beste Zeit. Max ist immer noch der Meinung, dass Tannhauser in alt ist. Okay, okay. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Ich brauchte Ihre Hilfe. Sie waren das letzte Puzzlestück. Ich bin über Ihren Artikel in Science Today gestolpert und war 100% sicher, dass Sie der Richtige für mich sind. Um mir zu helfen. Um nach Hause zu kommen. Und Sie kommen von wo genau? Von der anderen Seite? Also, es ist so, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für Sie. Ich bin vor einiger Zeit hier gestrandet.
Ich muss unbedingt weg, nach Hause. Aber woher kommst du? Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Es ist nicht so, dass es mir hier nicht gefällt, aber wenn ich nicht gehe, muss ich sterben. So einfach ist das. Wie Sie vielleicht bereits vermutet haben, habe ich Ihren Lotteriegewinn auch erspielt. Und warum steht er eigentlich zur Wand? Warum redet der mit der Wand? Kann mir das mal jemand erklären? Das fände ich da eigentlich das Interessanteste. Nicht im Ernst. Also, um das Portal zu steuern, braucht man ein spezielles Gerät. Bei mir zu Hause nennt man es den sogenannten Quantendiskriminator. Den bekommt man eigentlich im Einzelhandel, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man selbst einen... Dreh dich zu mir, wenn du mit mir redest. Berechnung, um die Frequenz zu finden. Allerdings ist der ganze Prozess nicht ungefährlich. Man kann damit den ganzen... Zu viel Taft geschnüffelt. Und das genau ist es, was sie gerade macht. Weil er irgendwas tippt oder Snake spielt, okay. Und das ist alles real? Haben Sie eine Ahnung, wer dieses Portal erbaut hat? Die Station hier wurde jedenfalls von der Millennium-Kooperative errichtet. Ich glaube, irgendetwas ist schiefgelaufen, als ich durch das Portal gekommen bin. Sie haben mich mitgenommen und kurz danach die Station aufgegeben. Aber das Portal haben Sie ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Wer weiß? Vielleicht ein Naturphänomen? Ein geologischer Wirbel? Ein hochintensiver Meridian? Ein kosmischer G-Punkt? Jedenfalls ist es uralt. Die Tore sind in einem gigantischen Netzwerk miteinander verbunden. Wie Wurmlöcher, die verschiedene Dimensionen verbinden. Genug geplaudert, verschwinden wir. Oh, der hat die Tür aufbekommen. Perfekt. Alles gut. Kapitel 4. Transdimensional Homesick Blues. What? Bin gespannt, wo wir jetzt landen. Wir sind langsam auf jeden Fall wieder in so einem schwarzen Ding. Wir sind alle nur Marionetten, Herr Tenhauser. Hä? Wir kamen hier immer raus, wenn wir nach rechts rausgelaufen sind. Tun wir heute nicht. Schauen wir mal, ob wir nach links rauslaufen können. Okay, hier ist irgendwas hell. Aha, hier ist der Dude wieder. Sie sind nur eine Spielfigur in meiner neuen Erzählung. Okay. If you say so. Wir sind gerade nicht ernsthaft aus der Telefonzelle gestiegen. Oh, na klar. Welchen Weg hattet ihr denn genommen? Das muss ich nicht beantworten. Wie ist es dort? Auf der anderen Seite, meine ich. Anders. Kann ich nicht so gut beschreiben. Bitte, versuch's. Wie fühlt sich das an, dieser Übergang, meine ich? Hans, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Bitte. Stell es dir vor wie ein Riss. Eine Art Kreuzung in der Raumzeit. Dein Verstand versetzt sich in einen Zustand nahe der Transzendenz. Keine Gedanken, keine Wörter, keine Töne oder Bilder, keine Wahrnehmung des eigenen Selbst. Und plötzlich, bam, siehst du Milliarden und Abermilliarden von Bildern. Das ist mir zu groß, zu hoch alles. Ich komme nicht mehr mit so richtig. Erklär mir das genauer, bitte. Also, ich bin kein Experte, aber ich glaube, es kommt von dem neuralen Netz, das dein Bewusstsein ausmacht. Während der ganzen Erfahrung löst es sich... Seht ihr, wie begeistert ich gerade bin? Es überfordert mich hart. Fügt es sich plötzlich wieder zusammen. Die Welt um dich herum, ihre Umrisse werden irgendwie verdreht oder verbogen. Weil er will auch nicht genau erzählen, was das ist. Tiefe Ruhe. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja. Und eine Erkenntnis kosmischer Größe, wenn du dich selbst im Universum gespiegelt siehst. Es ist eine ganz außerordentlich wirkmächtige Erfahrung. Solltest du unbedingt mal ausprobieren. Sowas wie, sagen wir, eine substanzlose, unkörperliche Schwärze? Irgendwie energetisch, astronomisch. Leere? Ja, woher weißt du das? Was? Ich glaube, ich habe es gesehen. Pass auf, du weißt es vielleicht noch nicht, aber du bist etwas Besonderes. Okay, jetzt verstehe ich es. Du bist anders. Bitte hilf mir. Hilf mir, einen Weg nach Hause zu finden. Und hilf deinen Leuten hier, indem du diese Frau aufhältst. Ich glaube, sie hat keine Vorstellung, mit welchen Gefahren sie da hantiert. Eure Welt gerät in Auflösung. Alles gerät in Auflösung. Wir müssen sie aufhalten. Aber wie? Wir brauchen einen Quantendiskriminator.
Wir brauchen also einen Quantendiskriminator. Zu spät. Tut mir leid, ich muss mich kurz hinlegen. Wir können zu mir aufs Zimmer. Das wäre toll. Also wenn das okay wäre. Wir können zu mir aufs Zimmer. Mir nach. Ne? Wir können zu mir aufs Zimmer. Egal. Dannhauser und Taft bereiten sich auf ihre Mission vor. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Kann mir irgendjemand von euch im Chat erklären, was genau eigentlich gerade abgeht? Was da gerade passiert? So. Nach Lektüre deiner Pläne habe ich eine ungefähre Vorstellung. Es klingt total verrückt, aber es könnte funktionieren. Wir müssen hier und da improvisieren. Was hat er gebaut? Ich habe ein paar Metallreste gefunden und daraus ein Gehäuse für das Gerät gebaut. Na dann. Jesus! Uns fehlen leider ein paar Bauteile. Okay, was fehlt? Erstens, wir brauchen eine Energiequelle. Eine sehr starke. Okay. Zweitens, einen Teilchenbeschleuniger. Das wird eine harte Nuss. Wie? Drittens, ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Viertens, zu guter Letzt ein Eingabegerät, um das Teil zu bedienen. Okay, womit fangen wir an? Die Reihenfolge ist egal. Ich gehe ins Dorf und suche nach passenden Substituten für die fehlenden Bauteile. Gut, bringen Sie mir einfach vorbei. Ich bekomme die dann schon irgendwie zusammengetüftelt. Packen wir es an. So, wir machen jetzt Folgendes. Danke, Hans. Ohne dich wäre ich längst tot. Ach du, so ist es nur auch wieder nicht. Du bist toll. Du solltest wissen, dass ich ewig dankbar bin, dich getroffen zu haben. Unter Berücksichtigung der Umstände ist Sterben vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Sag doch nicht sowas. Selbst wenn ich das hier nicht überstehe, du musst sie aufhalten. Versprochen? Ich mache mich gleich auf die Suche. So. Also, Jesus, was hat der hier zusammengebaut? Das ist überkrass. Ich schaue mich jetzt hier nur noch ein bisschen um. Und dann machen wir für heute schon wieder Schluss. Lieber? Ist das Blut? Oh, mein Körper desintegriert. Desintegriert. Das war abzusehen. Das hat man davon, wenn man sich zu lange Jesus in Christ. Herumtreibt. Tut es weh? Ja. Was hat der hier gebaut? Ein Ektoplasma-Interferenz-Oszillator. Ah. Okay. Danke. Ein Hyperlogik-Koppler. Aha. Und was ist das? Ein kosmischer Windschattenkompensator. Ah, okay, Hans, erzähl mir doch noch, was ist das da drüben? Benzinpulver. Mhm. Was ist das? Interphasenspulenschlüssel, Quantenflussregulator, ODN-Koppler, Schere. Aha, aha, aha. Was haben wir hier? Eine kleine Menge Hydrinos. Aha. Und das? Selbstdichtende Schaftbolzen. Ah, selbstdichtende sogar. Okay, cool. Ich kenne mich aus. Was ist das? Der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Sie hat mir einen Werkzeugkasten geliehen? Ist okay. Was ist hier draußen so? Draußen feiern sie. Oh, das Dorffest ist! Nice! Das ist das Grundgerüst für unseren Quantendiskriminator. Er ist fast fertig. Es fehlen nicht mehr viele Teile. Auf jeden Fall fehlt eine Energiequelle. Nice. Wir bräuchten außerdem noch ein Kühlschrank dazu. Das weiß ich alles. Das ist der Quantendiskriminator, den wir am Bauen sind. Und was ist das da hinten? Das ist der Orgon-Kollektor. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Sorge, die Theorie kennst du ja bereits. Der Quantendiskriminator sendet einen kohärenten Tetrionstrahl in das Portal und projiziert eine metaphasische Projektionsmatrix. Präzise. Durch gerichtete Tachyonimpulse sind wir dann in der Lage, die Frequenz derart zu modulieren, dass sich das Portal auf die exakten temporalen Quantenkoordinaten einstellt. Ein Riss im Raumzeitgefüge. Exakt. Das ist eine Sensation. Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Jesus motherfucking Christ. Leute, wir haben einiges vor. Wir haben einiges vor, damit wir diesen Dimensionsreisenden irgendwann wieder in seine Dimension zurückschicken können. Wir haben einiges vor, um Gretchen davon abzuhalten, dass sie mit diesem Quantendiskriminator noch mehr Quanten diskriminiert. Wir müssen Dinge finden, irgendwas zum Kühlen, irgendein Eingabegerät, irgendein Teilchenbeschleuniger und noch was ich schon wieder vergessen habe, aber bis zum nächsten Mal einfach nochmal nachschauen, was es war. Wir werden das alles tun, was es zu tun gilt,
um die Welt wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen. Und wir werden ganz viel Spaß haben weiterhin mit diesem schönen Spiel. Ich habe super, super viel Spaß damit. Anira schreibt noch, nicht zu vergessen, der Fluxkompensator. Dachte ich mir gerade, als dieser Typ hier gesagt hat, präzise. Präzise ist so ein Wort, was Doc aus Zurück in die Zukunft immer sehr, sehr gerne sagt, um auf Dinge zu antworten. Ey, es hat mir super viel Spaß gemacht. Schreibt uns sehr gerne auf allen Kanälen, die ihr so kennt, wie es euch gefallen hat wieder. Auch gerne jetzt noch in den Chat schnell. Hat es euch getaugt? Freut ihr euch aufs nächste Mal? Sollen wir diese Woche direkt weiterspielen? Joente schreibt, Kühlmittel, Energiequelle, Teichen, Beschleuniger. Ich glaube, es war noch was Viertes. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich schaue nochmal nach. Genau. Vielleicht spielen wir irgendwann die Woche direkt nochmal weiter. Auf jeden Fall ganz, ganz bald, weil ich habe Bock, hier dieses Spiel zu Ende zu bringen irgendwann. Und die Welt zu retten. Super viel Bock drauf. Was zum Steuern? Steuergerät. Stimmt. Danke, Simon. Jetzt lasse ich euch noch mit dieser wunderschönen Musik. Ich finde, das hat was Meditatives. Entlasse ich euch in den Abend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wir kündigen wieder alles früh genug im Discord, auf Instagram und sonst was an. Und ich versuche beim nächsten Mal dann auch wieder irgendwie hinzubekommen, dass ich pünktlich bin und nicht eine Stunde zu spät wie heute. Ich hoffe, ihr habt einen grandiosen Abend. Macht es gut. Bis ganz bald. Ciao, ciao.